Auto. Du Herzlich willkommen zurück. Startet die Triebwerke. Wir sind bei Folge 9 angekommen, befinden uns mit Pony Driver auf einem Parkplatz und die Passanten empfinden die Situation auch als knapp. Boah, so ein V8 könnte ich mir auch den ganzen Tag anhören, wa? Und wieder eine Vollbremsung von Astra-Werke. Oh. Oh, mein Herz. Da hätte ich nichts mehr machen können. Guck mal, neues Video von Emin. Diesmal nicht aus Japan. Er und das Auto sind jetzt hier in Deutschland. Und sie haben meine Mini 09064 4K-Kamera drin. Nice. Aber bei Fußgängern bleibt's nicht. Für die Quote gibt's noch einen Fahrradfahrer dabei. Und dann darf man auch die Autos nicht vergessen. Nö. Heute Morgen habe ich auch hier einen Audi 80 gesehen. Genau den gleichen. In blau. Aber der sah ja aus. Ich finde alte Beiwagen-Motorräder geil. Genau, also die habe ich auch kennengelernt. Ich war auf Reisen und musste die Reise vorzeitig abbrechen wegen Corona. Hallo. Den Roten habe ich gar nicht gesehen. Der war so gut verdeckt. Es ist immer wieder im Genuss, auf der Autobahn ein baugleiches Fahrzeug zu treffen. Da kommt Freude auf. Also wenn das ein Blitzer ist, dann steht der richtig mies da. Das ist total unauffällig. Das ist ein Blitzer! Kurzer Hinweis, Motorradclips müssen von ziemlich alten Motorrädern geschossen sein, dass ich sie annehme. Aber ich schließe kategorisch nicht aus. Also her damit. Bruh. Okay. Ein wildes Loch taucht auf. Starachse freut sich. Hey, Typo, hast du zu der Situation irgendwas zu sagen? Oh, wenn das nicht mal ein ganz toller Beschleunigungsstreifen ist. Ah, das funktioniert ja super. Hm, ja, geil. Alles klar. Lasst es einfach wirken. Wo willst du hin? Na, keine Ahnung, Google. Nein, du fährst. Was ist das für ein Auto? Du dummes Sau! Alter, wirf jetzt! Was kannst du eigentlich? Meine Ey, ich hab die Bremse jetzt gedrückt. Wir sind noch nicht. Hast du? Was? Du musst fahren! Ich steig aus. Was ist das? Gas! Warte. Ja, geh mal. Steig mal aus. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Horsi. Du
dummes Sau! Hey!